Willkommen und hallo zu einem weiteren Part in Let's Play Persona 5. Ich bin Sir Adam Muffix. Wir jumpen hier gerade ein wenig durch die Gegend und versuchen unseren guten Freund Akumaru immer hier noch zu finden und ihn zu bestrafen für das, was er getan hat. Beim letzten Mal, ja, haben wir hier endlich es weitergeschafft, Mann. Es war ein bisschen schwer. Wir haben hier versucht, den Manager zu finden und haben es auch schließlich endlich geschafft. Und jetzt erstmal Zeit für ein All-Out-Attack, Baby. Langkleider wieder nicht für alle, aber nun gut. Ganz knapp. So, bam, bam. Die sehen so süß traurig aus, wenn sie hier geschwächt sind. Nun gut, Leute, was sonst so los? Ja, das Übliche. Wir sind immer noch gut dabei. Haru, schmeißen wir bald, so bald wie möglich aus der Party. Und jetzt geht's erstmal daran, hier weiterzukommen. Bin mir nicht so ganz bewusst, wo wir hier hin müssen. Natürlich das große Gebäude in der Mitte, das ist klar. Aber ich bezweifle, dass wir da einfach so ganz entspannt reinkommen. Das war noch Freya, oder? Genau. Wieso ist denn auf einmal Makoto nicht mehr die Erste, die dran ist? Aber noch so viel SP und ich weiß nicht, wo die herkommen, Mann. Also, mir ist ja aufgefallen, wir haben ja 15 Currys gehabt, bevor wir jetzt zu einem Bossfight gegangen sind. Das hat sich so gelohnt, Mann, Currys zu machen. Ich liebe Curry. So, komm, 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 komm. Zack. Justice has prevailed. 518 Erfahrungspunkte. Und das ist alles? Und das ist alles? Was brauchen wir? Ich will mich nicht deprimieren. Jetzt schauen, was ich eigentlich für ein Level up brauche. Ich sag jetzt schon mal so 20.000. Minimum. Aber ich sag jetzt mal so 30, 40 Kämpfe werden schon sein. Was ich für ein Level up brauche. Lohnt sich nicht. Das ist jetzt mal ein Job für dich, Ryoji. So, wie triffst dich alle? Yeah! Freaking boring. Das ist doch nicht boring, was du hier machst, Mann. Finde ich richtig cool, Mann. Lean Saint. Ach, meine geliebte Dame. Die hat mir in dem Dungeon im Vorigen so geholfen, Mann. Ohne die wären wir definitiv schon oft down gegangen. So, jetzt heißt es nochmal da runter schon. Ist da noch ein Gegner? Nö. Ich sag jetzt einfach mal nö. Alright, we made it. The treasure in there, yeah. Just past the building. We're definitely getting closer. I found it somewhat odd that we have still yet to see anything about the mental shutdowns. Well, this place is one on the side of the Corporation HQ, remember? If we never told any employees about it, we may not find hints toward its involvement. Worst comes to worst, we're just gonna have to get that info out of the Shadow himself. Anyway, let us hurry inside. I believe the factory comes next. Und dann? Es war so klar. Aber gegen alles andere ist er immun. Und deswegen sage ich jetzt, langweil mich nicht, Spiel. Fahr zur Hölle, Spiel. Servus. Genau für solche Fälle habe ich meinen schönen Vanishball mir geholt. Lauf! Jetzt hat es mal Sinn, dass er läuft. Aber er ist so unfair, Mann. Es kommt... Leute, ich bin in der Cutscene. Ich bin ungelogen in der Cutscene. Komm raus und ich werde angegriffen. Ich bin ein Meter vorgegangen. Bam. Das ist, weil der einfach hinter mir gespawnt ist, Mann. Ich hatte da null Chance, Mann. Das war richtig unfair. So. Safe Room. Safe Room. Map. Ich mache das immer ganz nervös, wenn die Map nicht sofort auftaucht. So, okay, jetzt sind wir schon mal in der Fabrik. Ob das was Gutes oder Schlechtes ist, siehst du, wenn das Licht angeht? So in etwa. So, Black King Katana.
Ich glaube, das ist für Yusuke. Es ist jetzt... Hören wir jetzt auf? Aber gerade bin ich gut in Stimmung, Mann. Gerade geht's echt wieder gut voran. Also außer, dass wir da gerade so schön ausgetrickst worden sind. Jetzt will ich mal ganz kurz schauen. Leute, wir haben jetzt schon so viele Dinger und ich weiß echt nicht, wie weit wir im Dungeon sind. Ich sag jetzt mal die Hälfte. Schaffen wir noch einen. Ja, komm, Leute, wir haben noch Power, Mann. Wir könnten mal an dieser Stelle schön sagen, nee, kein Bock mehr. Aber Leute, wir machen Druck. War zwar auch gerade ein bisschen einfacher oder so. This really is a factory? Just like the name says. I wonder what they're making there. Do you think it's related to that escape to utopia thing? Hold on a sec. Ain't the guys in here moving kind of weird? Unfortunately, this is the exact opposite of how you would imagine a utopia to be. These conveyor belts and the persisting of the workers. This is almost identical to the company's barn factory. I can't believe this. At the very least, this is how a commune uses its workers. My apologies for saying so, Noir, but this is truly actress. Well, it's all to be under control if we can trigger the change of heart on him. Yeah, let's go. Was ist eigentlich hier? Weil er inside the factory steht. Kann man da einfach reinhüpfen. Aufs Laufband dann, oder? So. Bin mir nämlich gar nicht mal so bewusst, wo es jetzt hier entlang geht. Wir müssen sicher in die Bibliothek. Oh. Dich kenne ich doch. Weiß nicht. Hätte er klappen können. Wenn ihr nichts Besseres einfällt, schließt einfach mal. Leute, das ist doch mal ein geiles Design, Mann. Der sagt dann, der einfach mal so auf den Topf sitzt. Die Noah weiß halt nicht, wie es geht. So. Oh, es kommt nicht raus. Es will nicht. Kann immer so lustig mehr. Ah, fertig geschissen, oder? Was habe ich denn noch? Dizziness ist sehr gut. Schöne Technical Hits. Gut, das war okay, aber hätte besser laufen können. Aber ihr seht, dass wir allein schon durch einige Gegner inzwischen 23 Erfahrungspunkte bekommen. Das zeigt schon, dass die Gegner deutlich schwerer hier sind. So, ich bin mir sicher, man muss in die Fabrik. Oh, hier runterhüpfen. Warte, was ist das? Und so. Ich habe aber keine Zeit. So. Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich mache jetzt noch einen Kampf und dann hau ich ab. Mir langt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier machen müssen. Und ich bin mir ganz sicher, wir müssen hier erstmal auf dieses Laufband hüpfen, bevor es ja richtig losgeht. Und ich glaube, dann werden wir erstmal eine Weile nicht mehr hochkommen. Und ich mag euch nicht, weil ich nicht ganz genau weiß, wo bei euch vorne und hinten ist, Mann. Was ist denn ihr? Mono brings ruin. Schöner Name. Agi hätten wir übrigens gegen den gerade eben einsetzen müssen. Wenn er Eisattacken macht. Aber welcher Teufel hat schon Schwäche Eis? Schlechter Teufel. Oh, Triple Down. Nicht schlecht, Mann. Es ist halt immer das Problem, Mann. Wenn ich einen Charakter mitnehme, der für den Dungeon, also der da seine Geschichte erzählt bekommt, dann hat er zu 99% genau die Attacken, die auf die Schwächen der Gegner zutreffen. Und ihr seht ja, es ist genau so auch hier, Mann. Und das langweilt mich echt. Weil die hält dann einfach viel zu wenig aus, Mann. The smell, the treasure must be right beyond the door. Is this gonna be another one of them authentic whatever thing? No, there's no authentic here. Kind of anticlimactic, huh? I'm not complaining, let's go.
Okay. Jetzt finde ich es doch gar nicht mal so schlecht, dass man. Wie wir das gemacht haben. Upala. Es war so klar. Ja, langweil mich einfach nicht. Wir brauchen einen anderen Weg. Wer von euch hat jetzt damit einfach mal nicht gerechnet? Gerechnet, dass es genauso laufen wird? Ich. Es wäre sonst viel zu leicht gewesen. Weil wir müssen wahrscheinlich auf das Safe, auf das Rollband hier hüpfen und da müssen wir uns weiter vorne lassen. Aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Dann werden wir wahrscheinlich eine Weile lang nicht mehr rauskommen. Ihr seht, zack, hier hat man die Chance zu hüpfen. Na, das machen wir jetzt nicht. Ich warp mich jetzt hier raus. Unbedingt nochmal Vanish Balls hier herstellen. Ihr seht, das ist so cool, Mann. Aber jetzt langsam, Mann. Jetzt langsam, Mann. Side Entrance und raus. Es war ein echt harte Part hier, Mann. Der Dungeon ist wirklich tricky. Jetzt hauen wir erstmal ab. Auf Wiedersehen. Für heute langt das Haru. So, schauen wir mal, was wir erfüllt haben, Mann. Infiltrated Baseball. Open the parameter. Dam, 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 dam. Ey, Leute, Mann, das ist ja. It feels like we're fairly close to the treasure now. There's no doubt we are nearing to the end. We have grasped our field of this place, but the potential for powerful foes is still high. Let's be cautious now that we have entered the second half. I'll be counting on you, Joker. Ja gut, das heißt im Endeffekt, wir müssen jetzt erstmal uns ausruhen, dann gehen wir nochmal rein und dann sollten wir es beim nächsten Mal schaffen. You're back. So. Please excuse me for messaging you so late in the evening. I truly apologize for what has happened in this case. So formal. She seems to be particularly concerned about. Leute, jetzt wisst ihr, was mir auffällt? Es kann nur noch eine einzige Person in unser Chat gehen, danach ist der Chat voll. Aber eigentlich ist er jetzt schon voll. Langt er auch. It kind of feels like that formality is putting some distance between us, though. We're a team in Harrow. But I'm the newest member, I need to act respectfully. We don't really pay mind to those kind of things. Furthermore, you're already one of us. Thank you, Mako-chan. Do you mean me? Sorry, I think my fingers typed that subconsciously. I'm just so glad to have found my friend my age. Not a problem. The personal touch is actually refreshing. Great. I hope we get to be the best of friends, Mako-chan. Sorry about that. I sort of get carried away. Now listen up. So. Ich würde gern Curry machen. Darf ich? Morgana, lass mich doch Curry machen. Dann halt nicht. So. Na, ich dachte, wir können heute vielleicht was herstellen. Jo, Leute, heute ist Schlafen angezeigt, Mann. Wir haben noch 22 Tage, also in 3 Wochen sollte man das noch schaffen. Aber Leute, unser Ruhm, der steigt immer weiter. Aber ich habe das Gefühl, wir werden jetzt irgendwie mal zusammenbrechen, weil es kann ja nicht so weitergehen. Okay, when I head to the palace, how's your health? Ja, Leute, ihr habt auch nichts Besseres zu tun, als immer Action zu machen. Darf man sich hier nicht mal ganz kurz ausruhen? So, weil ich möchte eine Sache zumindest machen, bevor wir weitermachen. So, mit Makoto würde ich gerne anbandeln, aber es geht ja nicht. Wir sind nicht schlau genug für sie. Und zwar muss ich nach Shibuya und nicht zum Blumenladen. Big Bang Burger wäre nicht schlecht, oder? Oh, Leute, wir haben auch mal einen Burger gegessen. Vielleicht sind sie echt vergiftet. Das wäre irgendwie nicht so gut, oder? Na. Was ist denn da los? Achso, das kommt mir gerade so überfüllt da hinten vor. Und zwar. Ich würde jetzt hier gerne hier. Schauen wir mal, ob da wieder was Neues für uns herumliegt.
Tagen. Ja, komm, das ist ja wurscht. So, okay. Und zwar Melee-Weapon. Dirk. Was hab ich denn? Ach, die sind ja alle neu. So, warte mal kurz. Ja, dann frag du halt Morgana das nächste Mal. Ich bin halt nicht so männlich wie du. So, auch wenn du in Wahrheit nur ein Auto bist. So, okay, die ist schlechter. Hier. Bernadzort, sonst haben wir eh nichts mit Morgana. Auch nichts, ja. Accuracy ist wurscht. Wenn ich die Wahl habe zwischen Accuracy und Schlag, dann nehme ich 1000 Mal lieber. Hier, die Stärke. Ansonsten, ich glaube, ich habe eh noch nie mit meinen Kollegen hier Waffen, Zeitwaffen gekauft. So. Aber den nehme ich sehr gerne. Morgana 22 Defense. Das ist das Beste, was wir mit Morgana haben. Ich glaube aber, das Spiel, das tut es ein bisschen variieren, wenn ich Charaktere mit in die Party nehme. Dass es dann auch bessere Sachen droppen lässt. Bin mir fast sicher. Sonst wäre das echt traurig. So. Wir haben immer noch keine Outfits. Ich weiß aber gar nicht, wo man Outfits in dem Spiel herbekommt. Dampfersense Effect Physical Attacks, man. Das ist einfach awesome. So, Muscle. Ja, plus Stärke. Was haben wir sonst machen? Der Rest ist ja... Es gibt leider nicht so viel gut. All Stats plus 1 und 30 SP. Okay, das ist super. Wieso habe ich das nicht rausgerüstet? das ist sogar sehr gut, Mann. Das ist so gut, dass ich das... Makoto schenke. Makoto ist mein wichtigstes Teammitglied, lieber Maxi. Evade Physical Low, an Eyepatch Warner Warrior. Aber sie weicht halt dadurch echt geiler aus, Mann. Und Leute, man sieht ja die Queen, Mann. Ich muss es schon hier geben. Reduce Physical Damage, Reduce Fire, das ist alles auch wichtig. Besonders solange es low ist, Mann. So, jetzt habe ich geschaut. Jetzt können wir nochmal richtig schauen, ob wir noch bessere Waffen haben. 122. Ja, Leute, Mann, das macht schon ordentlich Booms mehr. Und mit Yoji würde ich gerne noch schauen. Habe ich keinen von denen ausgerüstet? Jetzt, ich würde halt gerne sehen... Alter. 30 im Schaden. Weil er macht halt... Ich brauche ihn halt für physische Attacken arg. Habe ja schon. Und dann halt noch... Haru, ja, ganz klar Haru. Makoto. Brauchen wir fast auch ein Fest, yo. Aber das langt dann auch. Mehr will ich nicht mal kaufen. Bei. Ja. Leg den nicht so auf, Mann. So, was habe ich noch? Boah, Leute, die sind halt alle so teuer. Resist Burn. Resist Hunger. Leute, man, der hat ja so coole Sachen. Aber nee, hat man jetzt nichts hier. Army West. Er ist sogar schlechter als das, was ich habe. Nee, du. Na, ich habe jetzt eh nur noch 99.000 und mehr. Keine rausgeben fürs Erste. Ja gut, das war's im Endeffekt schon wieder. Wer sind mich hier denn schon wieder an? Und Head to the Palace, yo. Ihr lasst mir sonst eh keine Ruhe. Ich dachte, jetzt kann ich mich zumindest mal einen Tag wieder entspannen, ein bisschen Curry nachbrauen. Aber ihr seht ja, die lassen mir keine Ruhe, Mann. Everyone's here. Let's start our war council. Okay, let's go.
So, rein geht's. Und jetzt müssen wir nur am Anfang eine ganz große Entscheidung treffen. Und zwar, behalten wir Haru drin oder schmeißen wir sie raus? Okay, let's get to work. Come on, Joker. What is the matter? Ja. Ich bin zu wurscht, Mann. Scheiß auf eure Psy-Attacken, Mann. Was bringen mir Psy-Attacken, wenn ich mit denen so gut wie keinen Schaden mache? Also Leute, Mann, ihr seht ja, Mann. Ihre Psy-Attacken sind halt schon echt wichtig im Endeffekt, aber... Leute, Mann, es bringt mir nichts, dass ich nach 3 Heam down ist. There you are, inmate. Our master admires the progress of your rehabilitation. And hence has given you use of a special ritual. It requires the cooperation of the Phantom Thieves who stand against ordeals in the hidden world. It's a special fusion called public execution. Apparently, luck plays a great role in this ritual. It will determine what form your new persona takes. Additionally, I have heard that there are some special powers only attainable through this method. Basically, whether or not you make good use of it is up to you. You better devote yourself, inmate. The development of rituals is now complete, but your rehabilitation shall continue onward. Keep pushing forward toward that ultimate goal. 50 Stunden Spielzeit und wir haben gerade mal so alle Rituale kennengelernt. Ich glaube, das Spiel hat kein Ende. Das würde ich aber schon eigentlich mal gerne testen. So, erstmal registrieren wir wieder alles. Ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Persona Fusion. Ach, Public. Ach, Online. Ah, das will ich nicht mal. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, das ist so, dass unsere Freunde so zuschauen können, wie wir jemanden töten. Bis aber makaber, aber nur gut. Pull ihn mal ab. Mit Jack Frost. Der sieht cool aus. Alle Level 40, Mann. Ach. Ich mag zerstörerische Kraft. Scheiße. Nein. 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 Oh, der sieht hübsch aus. Oh, nein, Horn. Piska, der sieht eklig aus. Jo. Gibt nichts so Tolles. Aber ich hätte eigentlich, warte mal, ach komm, ist ja wurscht, lass mal die Person einfach, wenn wir sie nicht brauchen, können wir sie immer noch weggeben, so. Gut, ich habe jetzt mal Quote, es ist so schwachsinnig, ich weiß, dass ich sie brauche, aber ich muss mir jetzt nur mal kurz ihre Stats anschauen, Mann. Schau ich jetzt mal an, hier. Übrigens, ich kann doch jederzeit eigentlich meine Party wechseln. So, jetzt schaue ich mir zum Beispiel mal sie an. Stärke 26. Mana 26. Da steht nichts von Defense. Stärke 26, das ist sogar höhere. Das macht gar keinen Sinn. Endurance ist wahrscheinlich das. 23. 31. 19. 22. 26, Herr Goemon. Und die kommt mir da mit 23, Mann. Ist halt da Prinzessin. Ist mir zu wurscht, ich mach das jetzt mit Yusuke, Mann. Yusuke ist mein Boy, Mann. Das ist mein Junge, Mann. Movement complete. Let's continue our exploration. So. Ich habe ihn nicht bekannt. Ich bin so gut, Mann. Ist mein Boy, aber ich nehme ihn mit. Nein, ich möchte sie nicht als. Ich möchte sie nicht als Wegweiser haben. Ich will. Zorro haben. Okay. So, Leute, ist jetzt auch wurscht. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut, Leute. Beim nächsten Mal schauen wir dann, ob das eine gute Entscheidung war. Eine sehr dumme. Wir werden es dann sicher erfahren. Doch, beim nächsten Mal geht es dann auf in die Fabrik. Bis dahin, verabschiede mich. Ich würde sagen, ich bin fix und bis dahin. Ciao.